Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zur 522. Tele-Blocher-Sendung. Herzlich willkommen, Christoph Blocher. Sie sind wieder da. Ja, ja, ich bin wieder da. Vielleicht zu merken, wo meine Gegner sind. Ja, ich bin jetzt krank. Da bin ich noch nie im Leben 14 Tage. Aber ich hatte eine Lungenentzündung und das geht leider so lange. Wie haben wir denn das gemerkt? Einfach plötzlich ist einem schlecht gegangen? Ja, es ist so, wie es so anfängt. Das war am Ende vor einer Woche. Ich hatte den ganzen Tag keine Energie gehabt, einfach keine Kraft mehr gehabt. Also, ich sagte, was ist denn da los? Ich bin kaputt. Ja, denkst du, bist kaputt oder müde? Oder? Und dann in der Nacht vom Montag auf den Dienstag hatte ich Schüttel, so Frösche gehabt und so Schüttelkrämpfe und dann Fieber gemessen. Dann habe ich gemerkt, ja, auch Fieber. Dann haben wir mir gesagt, ja, es geht so eine Sommergrippe um, oder? Ja, gut, dann nimmst du das Mittel, um die Fieber abzudrücken, dann gehen die ja zurück bis am Morgen, aber morgen ist gleich noch nicht alles. Ist einfach nicht gut gewesen. Dann bin ich zum Doktor und der hat dann also ein Röntgenbild gemacht und dann hat man gemerkt, alles ist auf den Lungen und mit dem Blut, Herz und so stimmt auch etwas nicht. Und der kommt natürlich der Segen von der Pharma, da kann man jetzt machen, was man will. Also der, der die Antibiotika gefunden hat, das ist ja wirklich eine riesen Leistung, oder? Da kommt man einen rechten Bomb rüber und zwei, da wird das Zeug abgedruckt und nach zwei Tagen ist einmal vordergründig vorbei. Und dem, aber das ist vordergründig, dem muss man hart Ruhe und liegen, weil ja, man mag dann auch nichts, man schläft viel und so weiter. Und man muss es auskurieren, sagt man mir, das sage ich alles für diejenigen, die das auch mal haben. Wenn man es nicht auskuriert, dann hat man es nach einer 6 Wochen dran. Und jetzt ist es bei mir also 2 Wochen her. Aber das ist ja rekordmässig, oder? 2 Wochen? Ja, für mich. Ja, aber auch für den Rest der Menschheit. Ja, ja. Es ist nicht so, dass ich nichts mehr gemacht habe. Ich also konnte lesen und schreiben diese Woche, aber vor allem alle Auftritte nach außen und habe ich alles müssen. Aber dann haben alle angerufen und ja, Telefon. Ja, natürlich. Und, ja, natürlich. Ja, ja, halt so ist. Ja, ja. Aber Sie sind wieder voll genesen, oder? Ja, ja, also ich hoffe es, ja, ja. Ja. Ich bin jetzt guter Dinge und kann jetzt also wieder das Teleblocker. Also. Tut mir leid, dass ich das letzte Mal ausfallen lassen. Das wäre jetzt also nicht gegangen, ja. Also das letzte Mal haben wir die allererste Sendung gezeigt. Haben Sie vielleicht auch noch kurz reingeschaut, oder? Nein. Ja, vor 10 Jahren war ja da der berühmte Putsch, gewesen, ja, oder? Jawohl, ja. Ja. Und das ist, wie man mir gesagt hat, gut geschaut worden. Also bereits eine historische Sendung, oder? Genau, wir sind ja, beide ja. Noch ein bisschen jünger gewesen, oder? Ja, ja, klar. Sie ja. Sind noch Bundesrat gewesen und ich habe noch schwarze Haare, ja, oder? Ja. Ja, ja. Also, Sie sind im Best gewesen, haben wir jetzt gehört gehabt. Haben Sie auch etwas mitbekommen, was auf der Welt draussen passiert? Ja, das schon. Also, in medizinalen Dosen. Mhm. Aber so die wichtigsten Sachen habe ich geschaut und ich konnte es auch können, jetzt ein bisschen gründlicher lesen, weil ich eben mehr Zeit hatte zum Lesen, weil ich alle auswärtigen Sachen können absagen konnte. Haben Sie Ihre 32 Zeitungen gelesen, oder was jetzt? Ja. Ihre 32 Zeitungen auch noch gelesen? Ja, der ganze Stoss habe ich jetzt über, ja, ja. Ja, die habe ich jetzt alle mal durchgeschaut. So, die Zeitungen sind gar nicht schlecht. Das ist, die da so abschätzig tun, die haben eine wichtige Aufgabe. Das merke ich also. Wie die Brüder in den Gemeinden darstellen, darum sind die auch beliebt. Oder? Hat ja eine Gemeinde, Kreuzlingen, also eine linke Regierung, hat so gesagt, dass das ist dann nicht mehr ein amtliches Publikationsorgan mehr. Oder? Und da wehren sich jetzt da die Leute im Dorf und sagen, natürlich, wir wollen, dass da nicht nur einseitig da die Konkurrenz, die wird noch in Deutschland gedruckt, die andere geht in die Zeitung, oder? Da macht scheinbar nichts. Dass wir da eine Pressevielfalt wollen, die natürlich im Kleinen. Aber die Welt findet ja im Kleinen statt. Wenn ich denke, die Leute, die wir da wohnen, wo haben die Medienkopf? Bei den Twitter vom Trump oder beim Dorffest über den Sonntag, ob es tot war vor dem Haus, soll durchgehen oder nicht? Ob man 30 Beschränkungen soll da und so weiter. Die hat den Kopf viel mehr bei den Gemeinsachen, das trifft es auch mehr. Aber hören und lesen, wenn sie die Zeitung öffnen, lesen sie mehr über Twitter vom Trump. Mhm.
Und das ist natürlich der Vorteil von der Lokalzeitung. Ja, oder? Das ist das. Und jetzt muss man die gut machen und muss schauen. Also, wir machen nicht eine Zeitung, die wir finanzieren, sondern eine Zeitung muss ein wirtschaftliches Unternehmen sein. Es sollte also kostendeckend sein. Ich meine, man kann nicht reich werden mit einer Zeitung, aber es muss wirtschaftlich tragbar sein. Und wir glauben jetzt an das und machen das. Aber jetzt nochmal, Sie sind da im Bett gelegen, oder? Abgeschottet ein bisschen von der Welt. Was hat Sie jetzt in den letzten zwei Wochen, wo Sie da außer Betrieb waren, sage ich mal, am meisten beschäftigt? Ja, wenn wir ein bisschen hinter die Sachen schauen, die jetzt so die Empörung gegeben hat, zum Beispiel der Islamist da in Biel, ja, in Biel, ja. Ja, in Nidau ist es, ja. Wo da kann predigen in dieser Moschee. Es wird geschrieben, ich nehme an, dass das stimmt, wenn man die Text, wo er Arabisch sagt, auf Deutsch übersetzt, ist das ein Anruf Gottes, er soll doch schauen, dass man Christen und Juden und alle, die im Westen da vernichtet. Also der ruft auf zur Ermordung, oder? Von denen. Das ist ja ein Straftatbestand, da braucht es gar nicht einen Rassismusnamen, nichts. Das ist ein Straftatbestand, aufrufen zum Mord. Und der macht das scheinbar seit Jahren. Bezieht Sozialleistungen, wenn wir zusammen sind, 600'000 Franken, bezieht er, weil er sagt, er sei gar nicht arbeitsfähig, das macht er, denke ich, gratis. Und ich nehme immer, was geschrieben worden ist, also hinten dran steht ein Journalist Belda, den ich kenne, der ist an sich sehr ein zuverlässiger, und der sagt, er kann also praktisch weder Deutsch noch Französisch, kann ganz gebrochen ein bisschen Englisch. Und ist jahrelang, hat er da einen Aufenthalt, ist ein abgewiesener Asylbewerber, der auch nicht heim ist, ist ja klar, weil findet ja immer einen Grund, warum einer, auch wenn er abgewiesen ist, nicht da ist. Frau Somaruga hat jetzt die Institution von vorläufig aufgenommen, wo ich zu meiner Zeit geschafft habe, wo nur für eine ganz kurze Zeit, wenn einer nicht reisen kann, man hat gesagt, wenn ein Flughafen zerstört ist und er nicht landen und so weiter, die bleiben jetzt alle da. Die sind jetzt, hat den Namen auch Flüchtlinge. Da zeigen die Missstände, die da sind. Man muss ja nicht meinen, das sei der Einzige. Und dann frage ich mich, wo sind wir eigentlich angelangt? Warum funktioniert das nicht? Dann kommen die Sachen aus, dass die Gemeinde das hat verhindern wollte. Sie muss es ja zahlen. Aber wer ist denn schuldig am Schluss? Ja. Da haben wir so eine Ordnung, dass am Schluss auf jeden Fall keiner schuldig ist. Weil jeder kann sich über etwas anderem verstecken und so weiter. Und wir haben eine Ordnung gemacht. Also ich muss sagen, ich habe es mindestens das ganze Leben lang bekämpft, aber bin auch nie durchgekommen. Am Schluss lässt man es dann auch sein, oder? Das gehört dann auch noch dazu. Lässt es schleifen, ja. Ja, man lässt es schleifen, weil man sagt, ja, wenn du da packst und abweisest, tut dann ja doch niemand raus. Mhm. Oder? Und das ist dann nicht mehr in der eigenen Gott. Deshalb sagt, ja, ich tät dann schon raus. Aber das Land nimmt halt nur Linienflüge. Aber wir haben doch keine Linienflüge mehr. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, also gut, jetzt schauen wir also, dass der dort rausgeschafft wird. Ja, wir finden da keinen mehr, wo mitgeht. Und es kommt einer, bringt eine Ausrede an den anderen. Habe ich gefragt, ja, wir haben doch hier einen Nachrichtendienst. Fährt er denn nicht herausfinden, dass wir so einen Ausländer da haben, der ein Islamist ist und solche Predigten machen mit strafrechtlichem Inhalt? Wo haben Sie das gefragt? Ja, wir treffen den Bundesrat. Ja, ja. Sagen die, ja, wir können mit dem Nachrichtendienst nicht in eine Moschee, jetzt denn mit dem Neuen können wir dann. Wenn wir schauen. Dann heisst es aber wieder, man weiß ja nie, was stimmt, oder? Das ist ja immer noch ein Problem. Was stimmt eigentlich? Weil wenn jeder einem anderen abschreibt, dann hat jeder die gleiche Botschaft, aber das ist ja auch nur abgeschrieben. Und dann hat der Kanton Bern, die Regierung, hat das verhindert, dass man dort eingreift. Aber irgendein Beamter hat das natürlich unterschrieben und der hat gemeint geschickt.
Dann kommt der Regierungsrat Käser im Kanton Bern. FDP, ja. Ja, der sagt, ja, die Beamtin hat richtig gehandelt, die hat richtig gesetzmäßig gehandelt. Ah, das ist auch wieder, der zieht sich auch wieder zu den Schlingen raus. Ja, wir haben halt so ein Gesetz. Es kann niemand mehr etwas machen, weil in dem Geist von der Toleranz, von der moralistischen Toleranz, haben wir alles so gemacht, dass gar nichts mehr passiert. Und am Schluss fliegt das auf, dann schämen sie sich im Grunde noch alle ein bisschen, dass man das hat. Jeder bringt eine Ausrede und dann tut man es so, als wäre es ein Einziger. Da die Frau Keller, das ist ja, ja Moslem, das ist also die kommt aus dem Gebiet und kennt die, kann auch Arabisch. Die warnen schon lange vor dem, sind nicht naiv. Denn wenn sie in den Zeitungen jetzt ein Thema ist, jetzt können wir auf einmal die Ämter hineinführen. Bundesamt für Polizei gibt jetzt bekannt, es sind noch 26 auf der Liste, oder? Mhm. Jetzt ist auf einmal sind die da und machen etwas, weil sie in der Zeitung gestanden ist und weil sie jetzt ein bisschen unter Druck kommen. Aber ich bin überzeugt, da passiert auch wieder nichts. Aber ich noch mal vor einem Monat ist das vergessen. Und ich habe das Gefühl, wir müssen, natürlich politisch muss man sagen, es gibt eine Nulltoleranz, aber es muss ja durchgesetzt werden. Ja, aber und in diesem politischen Klima bringt man das nicht durch. Aber gleich nochmal die Frage, so ein Hassprediger. Wie muss man sich das vorstellen? Also der predigt in seiner Moschee, ja, seiner Klientel, oder? Ja. Auf Arabisch. Ja. Irgendwer soll den Westen umbringen oder weiß Gott was. Ja, das ist ja einfach. Also ich war ja nicht nie in der Moschee gelassen. Ich war im Ausland schon in der Moschee gewesen. Da hat man können nie und hinten anstehen und so. Und der predigt, wen? Ein anderer Prediger auch, der hat einen Vortrag, kann man auch sagen. Aber der predigt zu denen, dass, warum man muss, also immer wenn der Text richtig übersetzt worden ist, ich nehme mal an, dass das so sage, predigt und sagt, hört, vernichtet jetzt mal endlich die Leute im Westen. Das ist so ein Scheusal, alle, die nicht Muslim sind, im Grunde genommen, oder? Christen, Juden und so weiter sind da dabei. Und das ist ja bei uns ein Straftatbestand, Aufruf zum Mord. Aber und jeder kleine Bürger, der irgendwie einen blöden Tweet absetzt auf dem Internet, der irgendwie rassistisch tönt oder etwas, der kommt, wird da eingeklagt mit grossem Primorium, Anwält und Staatsanwält und dann gehen untersuchen und der wird nachher eingesperrt wegen Verletzung. Gut, haben Sie aber leider Kosovaren, Schlitzen, Schweizer Waffen. Ja, da ist ein Dings da, der Sekretär und der Mitarbeiter wird gestraft, weil sie das geschrieben haben. Wo ist das? Da hat mal zwei Kosovaren, haben einem Schweizer mit dem Messer da den Hals aufgeschlitzt. Kosovaren schlitzen Schweizer auf. Auch zum Aufrufen, machen Sie mal endlich etwas. Machen Sie mal etwas. Das sind doch Missstände, die nicht gehen. Dann werden die verurteilt wegen Rassismus. Und dann dann liegt es wieder ein. Und aber in dem Klima von der Rechtschaffenheit, man muss ja gar nicht gegen den Islam sein. Man muss eigentlich nur die vernünftigen Gesetze durchsetzen, aber die muss man auch durchsetzen gegen die Islamisten. Weil die gemäßigten Leute, die zum Islam gehören, machen doch das nicht mit. Und mich wundert es, dass es so lange geht, bis es rauskommt. Oder? Das hat jetzt einer. Gut, das Problem ist, das versteht sich niemand, oder? Ja, der hat den Prediger gesagt, der hat ja ganz etwas anderes gesagt. Oder? Ja, eben. Ich meine, es kann mir doch keinen an, wenn man das ernst nimmt mit der Verbrechensverfolgung, dass wir keinen findet, der gut Arabisch kann und wo die Tier kommt. Also, mindestens der Journalist hat es ja fertig gebracht. Das ist ja nur ein Journalist, oder? Und wenn da haben wir feststellen, ob er es gesagt hat, er hat ja gesagt, er hätte es nicht so gemeint.
die Schweizer, nein, nein, die Schweizer sagen, du, ein wunderbares Land. Ja, wenn du 600'000 Steine bekommst fürs Nichtstun, dann hast du immer das Land noch loben, oder? Aber es geht ums Grundsätzliche. Und aufgebracht hat ja auch die Sache im Kanton Thurgau mit diesen Rossen da. Ich weiß nicht, wie es dort ist. Aber es ist doch auch hochinteressant. Also es wird jetzt untersucht. Geht endlich mal einer grundsätzlich dem nach, weil von außen hat man doch immer das Gefühl, da hätte etwas nicht gestimmt. Also wer ist das? Ja, ich weiß. Nein, wo dem nachgeht? Ja, das ist der Journalist Buri in der Weltwoche. Alex Bauer, ja. Wir sind wirklich froh, sie haben die Zeitung. Das ist einer, der jetzt ist gründlich noch, was geht, ist eigentlich da vorgegangen. Und was man so von außen gemerkt hat, kommt jetzt führen, da hat etwas nicht gestimmt. Ich meine, wenn man von denen, sind glaube von diesen 93 Gross da, 84 Gross können versteigern. Und so ein Riesen war um die Ross. Ja, es haben also einen Haufen Medienross wollen als. Dann können ja die Ross nicht so schlecht zweig sein. Ein Ross, das schlecht zweig ist, wo krank ist oder wo abgemagert ist, wird nicht so viel gezahlt. Also sind das gesunde Ross? Es ist auch gesagt worden, sie sind gesund. Für mich ist dann fraglich, wenn man einfach daheim die Rossen wegnehmen kann und versteigern in einer Woche. Das ist ja Eigentum von dem Betreffenden. Und wie fest, dass der Fehler gemacht hat und wie viel nicht, ist ja jetzt da nicht Hintergrund. Aber wenn man jetzt schaut, was vorkommt, da hat die Regierung wollen handeln, dann hat der Betreffende einfach die Verfügung nicht abgeholt, liegen auf der Post, oder? Dann hat die Regierung gehandelt ohne das. Dann sagt das Bundesgericht, ja, da fehlt das rechtliche Gehör. Und so weiter. Wir sind nachher am Schluss machtlos, um etwas zu machen. Aber dann schreibt einer im Blick so einen Leserbrief oder etwas, ich weiß auch nicht was, sagt er, furchtbar, was da außen läuft. Und dann geht es eine Woche, dann wird einfach eingegriffen, kreuz und quer und willkürlich und groß versteigert. Da stimmt doch etwas nicht mit unserer Gesetzgebung. Weiß ich nicht, ob es Gesetzgebung ist oder. Man hat gar nicht mehr die Macht, um das alles zu machen. Aber jetzt können wir umgekehrt bei dem Fall argumentieren, der Kantonstierarzt vom Thurgau hat gar nicht mehr gewagt, auf dem sein Grundstück, wenn er bedroht worden ja, ist. Ja gut, ich kenne das Detail nicht. Also es ist ja so, der Kantonstierarzt war von Schweden unter Druck. Der war unter Druck von dem, also hinten dran steht anscheinend auch der berüchtigte Kessler. Das ist ein Tierschützer, ja. Der scheinbar, also Bauern drangsaliert, überall, oder? Kann man immer, wenn du Tier hast, irgendetwas sagen. Die Katze hast, also die ist nicht in der Ohne, die lässt sie voraus oder nicht voraus. Oder weiss ich was. Aber er, der Tierarzt, der Kantonstierarzt, ist von dem unter Druck gesetzt worden. Er mache nichts. Und vom anderen, er drangsalieren. Ist ja klar, das sind zwei, die Streit haben. Bist du ja dann zwischendrin. Ob er Fehler gemacht hat oder nicht, kann ich jetzt hier nicht sagen. Aber ich will einfach sagen, ob jetzt der Kantonstierarzt oder die Regierung oder der Polizist oder der Tierschützer und so weiter, wir haben es nicht mehr im Griff. Wir haben es nicht mehr im Griff. Und das heisst doch, wir haben so eine komplizierte Rechtsordnung und Kompetenzordnung, dass eigentlich am Schluss gar nichts mehr kann gemacht werden. Und am Schluss, wenn die Leute drankommen, ihr Ruf ramponiert wird, dann auf einmal handeln alle miteinander, aber dann kopflos. Man hat das Gefühl, ja, da wird jetzt gehandelt. Also in dem Fall mit den Rossen, da wird kopflos gehandelt. Weil sie etwas müssen machen, oder? Aber wie können wir denn das ändern? Wir haben jetzt zwei Fälle, den Nidau und den Thurgau. Ja. Also, eine vernünftige Rechtsordnung ist natürlich die Voraussetzung, dass man mal Nein sagt, mit immer mehr Gesetz. Also ja, nicht noch mehr Gesetz machen. Und zweitens, der Moralismus muss verschwinden. Man macht nämlich nichts gegen die Gewalttäter. Das ist ja Gewalttätig, wenn einer zum Mord gegen die Islamisten. Will man nichts machen
gegen einen vom Islam, weil man sagt, ja, sonst bist du ein Rassist, dann bist du gegen den Islam. Dabei sind wir gar nicht gegen den, weil er ein Moslem ist, sondern weil es ist verboten, aufrufen zum Mord, fertig. Man muss gar nicht lange suchen. Und jeder, der hier eingreift, hat nachher Angst, man sagt, er sei ein Rassist. Das ist natürlich mit der Rassismusnorm, wo ja ganz komische Geschichte ist, oder? Weil man ja da immer gesinnig untersucht. Dann macht das einen nichts mehr. Also das wäre mal schon ganz wichtig. Und in dem Fall muss man sich auch überlegen, ob nicht Gericht also auch eine größere Verantwortung müssen sagen. Es ist ja dann einfach in so einem Fall zu sagen, ja, es ist ein Formfehler passiert. Und was hinten dran läuft, das sollte uns nicht mehr stören, oder? Also, hochinteressant war. Herzlichen Dank für die Ausführung. Da ist die Sendung, wie gesagt, 522 von Tele Blocher. Und wir haben es gemerkt, der Christoph Blocher ist wieder gesund. Wir sehen uns nächste Woche, gleiche Zeit. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Ich wünsche Ihnen bis dann ein schönes Wochenende.